Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Railway Empire 1.8 und dem Deutschland DLC. Beides ist zusammen erschienen und deswegen mache ich da auch zusammen ein Video. In Version 1.8 gibt es hauptsächlich neue Gebäude, nämlich den Kopfbahnhof mit 4 Gleisen, denselben nochmal mit einem Stellwerk und auch einen kleinen Bahnhof, also den mittleren mit 2 Gleisen und Stellwerk. Und es gibt ein kleines Warenhaus, auch mit 2 Gleisen, eben auch wieder mit Stellwerk. Das kleine Warenhaus kann eben im Gegensatz zum großen Warenhaus auch nur die Hälfte der Waren, also 3 verschiedene Waren, halten. Außerdem neu dabei ist die Wartungsstation. Das ist also eine Station, die auf einer langen Strecke so in die Mitte gebaut werden kann. Das ist sowohl Wartungshäuschen als auch Versorgungsturm. Aber wie das genau funktioniert, habe ich noch nicht rausgefunden. Also ich weiß nicht, ob man das anfahren muss oder ob die Züge dann nur durchfahren müssen und dann bei Bedarf anhalten. Bei den Tests, die ich bisher gemacht habe, sind die Züge immer dran vorbeigefahren. Ein paar kleinere Änderungen gibt es beim User Interface und so bei der Benutzerführung. Also man kann ihm jetzt Strecken bauen und mit Enter bestätigen. Den Löschen, den Entfernen-Knopf kann man benutzen, um eben Züge zu löschen. Das muss aber natürlich bestätigt werden. Und man kann Backspace benutzen, um halt bestimmte Änderungen rückgängig zu machen oder eben nicht auszuführen. Wobei da natürlich auch die Escape-Taste möglich gewesen wäre. Für mich wäre das etwas sinnvoller gewesen, ja. Da man mit WASD die Karte verschiebt und da sowieso die Hand hat, dann ist einfach die Escape-Taste ein bisschen dichter als Backspace. Aber naja, eine Sache, die ich nicht in den Release-Notes lese, ist, dass Q nicht mehr die Signale dreht. Ja. Also wenn man ein Signal bauen will, konnte man mit Q die Richtung des Signals ändern. Und Q ist jetzt auch im Signalbaumodus im Kamera drehen. Da muss man sich dann einfach dran gewöhnen, dass man das nicht mehr nutzen kann, sondern eben einfach einmal mehr auf das Signal klicken muss. Dann gibt es noch diverse kleinere nette Features, das auf der Minimap zu sehen ist, wenn man eine Industrie bauen kann, also wenn die Stadt so weit gewachsen ist. Man kann sehen, wenn ein Gegner auch in der Stadt ist oder welcher Gegner, ne? Die haben dann so 2 farbige Punkte. Das finde ich ganz nett und man kann Strecken löschen, auch wenn die von einem Zug gerade benutzt werden. Das muss man dann bestätigen, indem man 2-mal draufklickt und der Zug wird dann eben zurückgesetzt. Ich denke, er verliert damit auch die Waren. Das ist halt so, als würde man den Zug löschen und wieder am Start einsetzen. Dann ist noch ein Punkt dabei, den ich sehr gut finde, der so ganz unten steht. Und zwar ist das, wenn man eine Station gelöscht hat und dann eine neue Station baut, dass dann die Züge weiterhin zu der neuen Station fahren können. Das war bisher mal so, dass die dann neu angelegt werden mussten, die Strecken. Und das soll eben jetzt von der KI erkannt werden, welcher der neue Bahnhof ist. Und noch eine Sache ist mir gerade aufgefallen, wenn man ein freies Spiel starten will, dann gibt es hier den Button erweitert, wo man noch weitere Einstellungen vornehmen kann. Freies Spiel benutze ich selber kaum, also ja, wer es braucht, freut sich bestimmt. Mir ist das relativ schnuppe. So, dann kommen wir zu den neuen Inhalten des DLC, im Germany DLC. Gibt es natürlich eine neue Karte, Deutschland mit 59 Städten dazu, 12 neue Waren. Sauerkraut, Kuckucksuhren, naja, das ist halt so Stereotyp, habe ich gelesen, also als Kritik im Forum, aber ja, das war bei den anderen wahrscheinlich auch so, ne? Also ich meine, die Briten hatten da irgendwie so einen Fisch. Kuchen, irgendwas, naja, wie auch immer. 10 neue historische Lokomotiven, etwa die Adler oder die Rhein. Die gucken wir uns gleich mal an. Neue Musikstücke sollen dabei sein, ja, so ein bisschen so Klassik, ja, vielleicht Beethoven, aber auch Hänsel und Gretel habe ich erkannt. Die Optik der Stadtgebäude soll auch angepasst worden sein. Ich habe nicht darauf geachtet bisher, ne? Ich habe schon ein paar Stunden gespielt, aber es sah irgendwie aus wie immer. Und ganz neu ist das Konzession-Feature, das merkt man dann, wenn man das neue Szenario, den Flickenteppich spielt, 1850 bis 1870, da muss man eben die Karte so sukzessive mit Spielgeld freischalten. Bisher kannten wir das auch schon, also in Großbritannien war das im Szenario auch so, ne? Da hat man durch die Aufgaben, die man erfüllt hat, sozusagen die Strecke nach London freigeschaltet und hier macht man das eben mit Geld und das ist aber auch im Szenario so ein bisschen vorgegeben,
aufgrund der Preise. Ja, also man startet halt in Kassel und es geht eigentlich nur erstmal nach Westfalen oder nach, was auf der anderen Seite, Hessen irgendwo, keine Ahnung, wie das ja heißt. Egal, das ist halt dann einfach, die Nachbarn sind dann so billig, die kauft man halt als erstes. Ja, und da sind auch die Waren, die man braucht, um erstmal loszulegen, und dann später wird es halt teurer. Ja, also das war ganz kurz die Feature-Liste, ich will nicht zu viel verraten. Wer möchte, kann ja das Szenario bei mir im Let's Play verfolgen. Dann